waren heute im Prüflabor von Abus und haben Fahrradschlösser getestet und auf den Prüfstand gestellt. Ich bin hier mit Thorsten Mendel, das ist der Marketingmanager von Abus und würde gerne mal wissen, Thorsten, woran erkennt man ein gutes Fahrradschloss? Also es gibt verschiedene Indizien. Die meisten Hersteller haben ein Level-System und das Level-System geht bei uns von 1 bis 15. Im Fahrradbereich 15 ist das höchste Level und man sieht also anhand des Levels, je höher das Level, desto sicherer das Schloss. Gewicht kann ein Indiz sein, weil je mehr Stahl verbaut wird, desto sicherer wird ein Schloss und Stahl ist nun mal schwer. Das sind so die beiden Kriterien und der Preis natürlich. Je sicherer und je hochwertiger ein Schloss wird, desto teurer wird es auch. Gibt es eine Preisuntergrenze für ein Schloss, für ein gutes Schloss? Im Grunde genommen kommt es darauf an, wo das Fahrrad steht. Also ich würde es unterscheiden, wohne ich auf dem Dorf und nutze das Fahrrad, um morgens mal zum Bäcker zu fahren oder zum Einkaufen in den Supermarkt. Und ich kann davon ausgehen, dass die Kriminalitätsrate relativ gering ist. Da würde ich eher zu einem mittelpreisigen oder mittelsicheren Schloss tendieren. Möchte ich aber, wie bei euch in Hamburg, das Fahrrad 2 Tage in einer dunklen Ecke hinterm Hauptbahnhof stehen lassen, da würde ich eher ein hochwertiges, eventuell sogar 2 hochwertige Schlösser verwenden. Es gibt 3 Kriterien oder Indizien, die dahingehend, oder man sollte sich die Frage stellen, welchen Wert hat mein Fahrrad, wo steht das Fahrrad und wie lange steht das Fahrrad da? Und das, man sagt, so circa 10% eines Fahrradwertes sollte man in ein Schloss investieren. Das heißt also, wenn ich ein Fahrrad für 500 Euro habe, ein Schloss ungefähr für 50 Euro und bei 1000 Euro für 100 Euro. Irgendwo hört es natürlich auf, wenn ich jetzt ein E-Bike oder ein Pedelec kaufe für 3.500 Euro. Ein Schloss, was 350 Euro kostet, haben wir noch nicht. Aber so als Untergrenze würde ich sagen, sind es ungefähr 50 Euro, würde ich schon in ein Schloss investieren, 50, 60 Euro. Dann ist man so im mittleren Preisbereich, und im mittleren Sicherheitsbereich. Nach oben natürlich offen, aber wie gesagt, es hängt davon ab, wo das Fahrrad steht. Wo das Fahrrad steht, ist ein gutes Stichwort. Welchen Angriffen muss denn so ein Fahrradschloss üblicherweise standhalten? Also wir unterscheiden beim illegalen Öffnen eines Schlosses in 2 unterschiedliche Methoden. Das ist einmal die brutale Methode und einmal die intelligente Methode. Intelligente Methode ist das sogenannte Picking. Man kennt das von James Bond, Haarnadel und den Türzylinder rein und das Schloss geht auf. Das gibt es im Schlossbereich auch, spielt aber eigentlich eine untergeordnete Rolle. Die primäre Öffnungsmethode ist die gewaltsame Methode, die brutale Methode. Und da gibt es verschiedene Angriffe, halt im Schraubenzieher, Zange, Bolzenschneider oder mit dem Hammer. Gibt es noch einen heißen Tipp, um dein Fahrrad besonders diebstahlsicher abzustellen? Ja, also man sollte belebte Plätze wählen, wo viel Frequenz ist, also viel Publikumsfrequenz, wo es also quasi auffällt, wenn jemand sich illegal an dem Rad zu schaffen macht. Man soll ein Schloss so hoch wie möglich am Fahrrad anbringen und das Fahrrad sollte schon einen gewissen Wert haben. Also ein Großteil der Fahrraddiebstähle sind Gelegenheitsdiebstähle und je geringer ein Schloss oder je geringwertiger ein Schloss, desto einfacher ist es für den Dieb, das Schloss zu öffnen. Und wenn da nebenan, also wenn ich 2 Fahrräder habe, links steht eins mit einem einfachen Schloss, rechts mit einem hochwertigen Schloss, dann wird der Dieb tendenziell das Fahrrad mit dem einfachen Schloss nehmen. Deshalb lieber 10 Euro, 20 Euro mehr investieren, aber dafür schon ein Stück weit mehr auf der sicheren Seite sein. Alles klar. Vielen Dank, Thorsten. Gerne.